Kennen Sie das begehbare Pferd, das alle 2 Jahre auf der Equitana ausgestellt wird? Falls nicht, sollten Sie sich es dieses Jahr ansehen. Dr. Helmut Ende hat es erfunden und reist seitdem mit den sogenannten Pferdewelten durchs Land. Meine Kolleginnen Sabine Rieck und Cornelia Höchstädter haben den Veterinärmediziner in seiner Heimat Isernhagen besucht. In Isernhagen bei Hannover ist der Veterinärmediziner Dr. Helmut Ende zu Hause. In seiner heimischen Werkstatt entstehen tausende Pferdepräparate, von denen viele auf der Pferdemesse Equitana wiederzufinden sind. Dafür werden die Gedärme und andere Innereien getrocknet und mit speziellen Farblacken haltbar gemacht. Also mich freut es, wenn einer Wissensdurst hat. Und das sieht man auf den Messen immer. Sie fassen die Präparate an, drehen sie herum, sie stehen zu mehreren da und sprechen darüber, lesen, was dazu beschrieben wird. Also das freut mich immer sehr. Und wenn sie dann noch mit Fragen kommen, um da ihr Wissen noch etwas zu vertiefen, das ist das, was mich eigentlich am meisten glücklich macht. Glücklich macht es ihn aber auch, wenn dem Pferdehalter verstorbene Tiere für Präparate und Lehrzwecke zur Verfügung stellen. Hier haben wir einen Querschnitt durch einen Pferdeschädel in Höhe der Augen. Man sieht hier auch den blinden Fleck, wo der Sehnerv hereinkommt ins Auge. Blau haben wir die luftgefüllten Räume, hier die Stirnhöhle, hier die Nasenmuscheln. Und dieses große hier ist das Siebbein. Damit kann das Pferd riechen. Sehr groß entwickelt, etwa vergleichbar groß wie beim Hund. Also 100-mal mehr als beim Menschen. Herzen sind meine Lieblingsbeschäftigung, habe ich so viele von. Jedes Herz sieht anders aus. Und hier haben wir noch einmal ein Fohlenherz, ein neugeborenes Fohlen, was jetzt im Moment nicht mehr lebt. Wo die große Hälfte die linke Herzkammer ist, das ist die rechte für den Lungenkreislauf. Und hier die Aorta. Wer denkt, dass es bei Dr. Ende immer ernst und wissenschaftlich zugeht, liegt falsch. Denn zwischendurch singt Jack Russell Helm ab und zu ein Lied in der Werkstatt. In seiner Freizeit verbringt Ende viel Zeit bei seinen Tieren auf einem einsamen Bauernhof in Meißendorf. Hier leben auch sein Freiberger Wallach Erich und seine Haflinger Stute Hella, die sich über eine extra Portion Futter freuen. Mit Erich genießt Dr. Ende stundenlange Ritte durch die Lüneburger Heide. Pferde brauchen seiner Ansicht nach eine steppenähnliche Haltung und dafür kann jeder Pferdebesitzer viel machen. Man kann dafür sorgen, dass ein Pferd 24 Stunden am Tag Futter zur Verfügung hat. Raufutter, Heu, Stroh, sauberes Stroh, nicht nur schmutzige Einstreu. Man kann dafür sorgen, dass ein Pferd sich den ganzen Tag bewegen kann. Dass es nicht nur auf der Weide steht, sondern es muss auch bewegt werden. Es muss ein Antrieb da sein. Entweder müssen junge Fohlen da sein, die es herumjagen und die Herde dazu bringen, dass sie rumlaufen. Oder der Mensch muss das machen mit Longieren, Fahren, Führmaschinen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Dann das nächste ist frische Luft. Spielt eine ganz große Rolle. Menschen empfinden das nicht so. Menschen sind Höhlenbewohner. Und Menschen empfinden das Leben in einem warmen, miefigen Raum als angenehm. Pferde empfinden das Leben oben auf einem Hügel im Wind stehend als angenehm und brauchen das auch. Und die Lunge braucht solche Luft. Doch nicht nur die artgerechte Haltung und das Reiten interessieren ihn. Denn wenn es die Zeit erlaubt, erkundet er die Umgebung auch gerne auf dem All-Terrain Vehicle, wie er es so schön nennt. Kurz ein Quad. Gern hält er auch ein Schwätzchen mit der Nachbarin oder kontrolliert seine Ausstellungsstücke in der Garage, denn bis zur Equitana ist viel zu tun. Für die Equitana brauche ich 9 Beine, 9 Lungen, 9 Därme, 9 Gebärmütter. Und damit ich genau weiß, was hier drin ist, schreibe ich mir das drauf. Ich habe 6 verschiedene Kühltruppen. Dr. Helmut Ende, ein Mann mit endlosen Geschichten, die nicht alle nur vom Pferd handeln.